Da sind wir wieder. Und ich glaube, Rotem hat uns gerade auch schon gesagt, wo wir hin sollen. Das ist sehr nett. Beim letzten Mal, lasst mich kurz überlegen, haben wir das Story-Finale abgeschlossen mit, in Anführungszeichen, Ultra Necrozma, was bei uns allerdings ein Manaphy war, was in der Cutscene sehr seltsam aussah. Dann haben wir Matsurikas Prüfung absolviert, die hat ja auch ein bisschen länger gedauert, weil wir doch ziemlich viel umherreisen mussten und zwischenzeitlich ein bisschen zerlegt wurden. Haben dann noch die Prüfung von Hapo gemacht und können jetzt zur Pokémon-Liga. Das ist, glaube ich, der Stand der Dinge. Wir sind beim letzten Mal auch schon hier in die Richtung gegangen, zum Mount Lanakila heißt der, glaube ich, und hatten uns hier schon mal Gladio entgegengestellt. Und da wollen wir heute auf jeden Fall ansetzen. Und ich denke, das Projekt dann auch mit der Pokémon-Liga heute abschließen. After Story, wie gesagt, könnte man machen. Aber der Reiz von so einem Randomizer ist eigentlich eher Prüfungen, Pokémon-Liga. Und da das Projekt eh schon so lang ist, habe ich persönlich nicht mehr ganz so viel Interesse an der After Story, auch wenn sie hier definitiv nicht schlecht ist. So, Team. Das haben wir beim letzten Mal quasi auch schon mal zusammengestellt, weil wir insgesamt 12 Teammitglieder eigentlich hatten, plus noch ein paar Pokémon, die vorübergehend im Team waren. Und mit dem Team will ich die Liga auf jeden Fall auch machen. Wir haben Pudding, unser Viscogon, mit Hitzewahn als Fähigkeit. Könnte ganz cool werden. Mal gucken. Der Offensivweste und Drachenpuls, Dampfschwall, Body Slam und Dracometeor. Denke, da ist er auf jeden Fall auch ganz gut mit aufgestellt. Ich wollte noch gucken, ob ich was Besseres für Body Slam finde. Aber ich habe nichts gefunden, weil wir halt nicht sonderlich viele gute TMs haben. Aber ich denke, das passt auch so ganz gut. Dann haben wir Mikado, unser Wischu, mit dem Flammenkörper, was ich immer noch super praktisch finde, und dem Z-Kristall vom Typ Kampf. Hat Stahlgestirn, Ableithieb, Photonengeysir und Erdkräfte. Ist also auf jeden Fall auch ein sehr verheerendes Moveset. Ich finde es aber schön, wie ihr im Chat nochmal richtig mithypt bei jedem Pokémon, obwohl wir gerade erst anfangen. Dann Toffifee, unser Deden mit dem Elektroerzeuger und dem Magneten, also definitiv zwei Sachen, die richtig gut für das Pokémon sind. Hat dann noch die Parabolladung, die ich wahrscheinlich auch primär benutzen werde, weil ich einfach den Heilungseffekt sehr praktisch finde. Knuddler, Dampfschwall und Ladungsstoß. Ladungsstoß, falls ich mal ein bisschen mehr Wumms brauche, aber ich denke, an sich werden die obersten drei Attacken, beziehungsweise überwiegend wahrscheinlich die erste Attacke, das meiste machen. Dann Cupcake, unser Magianer mit der Aquahöhle und auch der Offensivweste, weil warum nicht? Hat die Lichtkanone, das Kanonenbouquet, Schattenstrahl und Mystoschwert, ist also, denke ich, auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aufgestellt und ist ja auch so mit unser erstes Pokémon eigentlich gewesen und war von Anfang an auch eigentlich schon ziemlich gut. Dann noch Zuckerwatte, unser Mew mit Rohrgewalt und Wahlglas. Also da wächst nichts mehr, wo Mew angegriffen hat. Mit Psychokinese, Stahlgestirn, Schattenstrahl und auch Photonengeysir ist also quasi Necrozma, Solgaleo und Lunala in einem. Und auch als einziges Pokémon einen anderen Ball sehe ich gerade. Und dann zum Schluss natürlich noch Cookie, unseren Starter, mit innerer Kraft und dem Z-Kristall speziell für Silvaro. Kann Schattenfessel, Laubklinge, Mystoschwert und Unheilböen. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen können, weil wir auch zwei Geistattacken haben. Aber wenn alle Stricke reißen und ich ganz dringend einen Boost brauche, kann ich es ja versuchen mit den Unheilböen und ansonsten ist Cookie aber auch so, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ja, das ist unser Team für die Pokémon-Liga. Die Pokémon-Liga fängt, glaube ich, bei etwa Level 54 um den Dreh an. Die Top-4-Mitglieder gehen nämlich, glaube ich, von 54 bis so 57 und Champ-Kampf ist dann, glaube ich, bis 60 ungefähr. Keine Garantie, aber in etwa kommt das schon ganz hin. Die sind vom Level her minimal höher als in Sonne und Mond und dementsprechend möchte ich gerne mit Level 55 in die Liga reingehen, weil ich da, glaube ich, einen ganz guten Mittelwert habe zwischen Top 4 und Champ. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob nicht noch Trainer vorher kommen. Ich glaube nicht, weil die Siegelstraße ist hier ja doch irgendwie nicht vorhanden gefühlt. Deswegen habe ich erstmal nur bis 53 trainiert. Falls wirklich noch Kämpfe kommen, dass ich nicht zu hoch vom Level her bin, sollte nichts mehr kommen, kann ich immer noch vor der Pokémon-Liga eben kurz nachleveln.
Wie viele Schlinkings kommen wohl zum Abschluss? Null, hoffe ich. Die haben mich im Laufe dieses Projektes schon genug geärgert. Sehr, sehr oft. Ich weiß auch gar nicht, warum wir gerade gegen Schlinking solche harten Probleme immer hatten. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, ein Item. Also irgendwie war das so das Pokémon, was uns mit die meisten Probleme gemacht hat, weil das Team immer nicht sonderlich optimal aufgestellt war. Oh, hier sind wirklich noch Trainer drin. Okay. Dann sollte das ja ganz gut passen. Ich war mir nicht ganz sicher, weil ich meine, in Pokémon Sonne und Mond war es halt wirklich so. Warum ist hier eine Schwimmerin in einem Eisberg? Ich hinterfrag's jetzt mal nicht. Auf jeden Fall, in Sonne und Mond waren, glaube ich, gar keine Trainer hier. Das war so ein bisschen wie in Johto. Die Siegesstraße war irgendwie sehr überflüssig. Weil einfach, du bist durchgelaufen, du hast vielleicht hier und da mal ein Item eingesammelt, hattest so ein paar wilde Pokémon eventuell. Aber so an sich, ja, war es das auch schon. Weil es eben keine Trainer gab. Und ich finde immer so Siegesstraßen ohne Trainer echt öde. In Johto hatten sie zwar letztendlich eine Erklärung dafür, nach dem Motto, ja, der Rivale hatte ich schon alle besiegt, aber selbst wenn die besiegt sind, bleiben die ja meistens sowieso da stehen. Also er hat sie wahrscheinlich nur besiegt, er hat sie einfach umgebracht, wenn einfach die vom Erdboden verschluckt waren in der Siegesstraße. Weil wenn ich Trainer besiege, bleiben die immerhin da stehen. Aber okay. Deswegen, das war schon irgendwie ein bisschen traurig. Und hier genauso. Ich weiß natürlich, dass der Canyon eigentlich als Ersatz-Siegesstraße fungieren sollte. Weil der war echt gut. War ein guter Dungeon. Waren viele Trainer drin. Konnte ich mir auch sehr gut als Siegesstraße vorstellen. Nur für mich ist halt, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen sehr klassisch. Ich finde, die Siegesstraße gehört halt vor die Pokémon-Liga und nicht. Ja, wir haben keine Siegesstraße gemacht, weil wir hatten ja den Mondberg und den Kraterberg. Das war die Ersatz-Siegesstraße. Hallo, Marshadow. Können wir dich bitte einfach umnieten? Mit ganz viel Gewalt? Also ich finde immer dieses Argument, ja, wir hatten ja irgendwann mal im Endgame einen großen Dungeon, das ist quasi die Siegesstraße gewesen, finde ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Doof. Dementsprechend fand ich das halt auch nicht so schön, dass hier der Mount Lanakila einfach komplett leer war. Aber ich konnte mich halt nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, wie sie es hier gehandhabt haben. Sprungkick. Das tut schon ein bisschen weh, ja. Oh, mit der Gefühlswippe als Fähigkeit. Genauigkeit steigt. Spezialangriff sinkt. Das ist in Ordnung. Selbst wenn ich jetzt nicht getroffen hätte, er hätte jetzt nicht mehr Schaden gemacht. Das war mir jetzt in dem Fall nur wichtig. Das geht schon gut los hier, meine Güte. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich aufgehört habe, zwischendurch zu reden. Ich fand das einfach, wie gesagt, sehr schade, dass sie das Potenzial nicht genutzt haben in Sonne und Mond. War mir aber halt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie es in Ultrasonne, Ultramond besser gemacht haben, weil ich das Spiel halt auch nur einmal gespielt habe. Aber scheinbar ja. Scheinbar haben sie jetzt ein paar Trainer reingepackt. Dementsprechend habe ich, wie gesagt, auch nur bis Level 53 gelevelt, dass wir noch ein bisschen Luft haben, falls da wirklich Trainer drinstehen, dass wir uns nicht komplett überleveln. Ich glaube, Kuro, die Erfahrung haben viele von uns gemacht. Ich meine, was ich in Johto richtig schön finde, ist die Route davor, weil du hast halt wirklich die Toyo-Fälle, die einfach auf dem Wort Johto basieren, falls ihr das noch nicht wusstet. Du hast diese etwas längere Brücke, die du passieren kannst. Dann hast du so ein bisschen hohes Gras, du hast das Heilerhäuschen, ne? Und dann prinzipiell hast du noch eine Höhle. Also das fand ich eigentlich ganz angenehm, gerade auch um deine Pokémon noch zu trainieren. Weil das ist was ich in Kanto nie so gerne mochte. Du hattest halt wirklich nur die Höhle zum Trainieren. Und wenn du da beispielsweise deine Elektro-Pokémon oder so trainieren wolltest, war schwierig. Also du konntest deine Wasser- oder Pflanzen-Pokémon perfekt trainieren, aber alles andere war, wie gesagt, ein bisschen knifflig.
Und deswegen war ich in Johto schon recht froh, dass man da auch wirklich hohes Gras hatte, um auch alle anderen gut zu trainieren. Und ich fand das halt auch generell sehr ansprechend. Nur die Siegesstraße war dann halt leider nicht auf dem gleichen Niveau. Ja gut, Marcel. Das ist glaube ich, ähnlich auch wie in Johto, wo es heißt, der Rivale hat die Trainer schon alle klatscht und in Sonne und Mond war es dann eben, ja, wir haben halt noch keine Trainer da positionieren können. Also das ergibt natürlich schon Sinn, aber ich finde, nur weil irgendwas erklärt wird oder Sinn ergibt, rechtfertigt das ja noch nicht das Gameplay, was du jetzt auch nicht damit ausdrücken wolltest, aber nur um den Gedanken einmal weiterzudenken. Also ich meine, klar, es ergibt dann Sinn, aber ich denke mir dann so, ja, aber wenn es spielerisch dann irgendwie trotzdem keinen Spaß macht, ist trotzdem irgendwie Sinn verfehlt. Aber ja, dass die hier ein paar Trainer reingepackt haben, finde ich ganz gut. Da können wir uns jetzt erstmal Lockenkopf. Okay, da können wir uns jetzt erstmal durcharbeiten. Und ich denke auch, dass wir dann trotz allem die Liga heute auf jeden Fall auch noch gut schaffen sollen von der Zeit her. Auch wenn man Scheiße erklären kann, die Scheiße bleibt Scheiße. Zitat von Alex, er hat ja damit schon recht, ne? Also nur weil man irgendwas logisch erklären kann, ist es dann auch nicht unbedingt gut. Es hat Grasfeld. Interessant. Aber ich freue mich auf jeden Fall, mich hier jetzt noch so ein bisschen durchzuprügeln, noch ein bisschen mit euch zu quatschen und dann die Liga zu machen. Bin mal super gespannt, was uns da erwartet. Wir können in der Zwischenzeit mal die Pokémon-Ligen ranken. In Punkten Weg dahin, Top 4 und Champ. Dann haben wir zumindest was zu bereden in der Zwischenzeit. Das fände ich mal ganz interessant, da eure Meinung zu hören. Wir können mal mit Kanto anfangen einfach. Kanto ist halt sehr basic. Dementsprechend finde ich halt auch die Siegesstraße sehr basic. Aber ich finde sie halt nicht schlecht, würde ich jetzt mal so behaupten. Also war in Ordnung. Mit welchem Knopf? War das nicht mit Macho mal? Bin ich gerade irgendwie blöd? Oder wieso verschiebt Macho mal den Block nicht? Ich bin kolossal verwirrt. Welchen Knopf musste man bei Macho mal drücken, damit er das verschiebt? Oder kann er das in die Richtung nicht verschieben? Und das ist das Problem. Ach, er kann es in die Richtung nicht verschieben. Ah, deswegen hat er es nicht gemacht. I see. Ich ging voll davon aus, dass ich den darüber schieben kann. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Hi. War gerade nur so kolossal verwirrt, dass ich mir dachte, hä, welchen Knopf muss ich drücken? Also ja, Siegelstraße in Kanto finde ich halt in Ordnung, aber nichts Besonderes. Top 4 finde ich halt auch eigentlich voll okay. Also, was haben wir denn da, Lorelei? Ja, Bruno ist halt ein Lappen. Also Bruno kann halt gefühlt nichts. Agathe fand ich tatsächlich gerade als Kind immer super schwierig. Siegfried war halt als Kind auch schwierig, als ich noch nicht wusste, dass Eis effektiv gegen Drache ist. Als ich es wusste, war es dann in Ordnung. Und der Champ war halt, ja. Also ich finde halt wirklich, Kanto, egal ob du jetzt die Siegesstraße nimmst oder die Top 4 oder du nimmst den Champ, das ist halt alles recht basic eigentlich. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Aber es ist halt auch nicht herausragend, sagen wir mal so. Wollt ihr irgendwas noch hinzufügen zu Kanto? Ah ja, hier ist jetzt das aktiviert. Wenn ich nochmal kurz rausgehe, dann resetten sich die anderen Steine doch bestimmt. Ja, die Pokémon- und Typenauswahl war in der ersten Gen natürlich auch noch ein bisschen schwierig, einfach weil man nicht so viel Auswahl hatte, das stimmt.
Ach ja, und die Ordenskontrolle fand ich persönlich immer etwas anstrengend, weil die einfach gefühlt kein Ende genommen hat. Warum hat er da solche Probleme mit? Ist das Gamepad nicht so? So. Okay, jetzt habe ich's. Um Gottes Willen, ich will mich noch nicht auf Bissbug setzen. Mach das wieder weg. Ja, das auf jeden Fall, wie ich da nicht durchpasse. Feels bad. Das auf jeden Fall so zu Kanto. Nehmen wir mal Johto. Da haben wir ja gerade schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass ich halt die Route auf jeden Fall extrem cool finde und die Siegelstraße halt ziemlich enttäuschend. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mehr zu sagen. Das hatten wir schon ziemlich deutlich gemacht. Die Pokémon-Liga. Ich muss sagen, die Top 4 von Johto fand ich gar nicht so toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Willi fand ich immer extremst überflüssig. Also der kann sich mit Bruno zusammentun, der konnte halt irgendwie auch nicht wirklich was. Achso, da kann ich einfach einmal ums Gras herumlaufen. Koga, denke ich mir auch so, ja, ist schön zu sehen, dass jemand quasi aufgestiegen ist in die Pokémon-Liga. Also vom Arena-Leiter in die Pokémon-Liga rein, finde ich schon von der Idee her cool. Aber Koga ist halt generell nicht so der epischste Typ gewesen. Deswegen dachte ich mir so, na, warum muss eigentlich unbedingt Koga sein? Und, achso, die kämpfen zusammen. Und der konnte halt auch nicht so sonderlich viel. Und Bruno ist halt immer noch ein Lappen. Also die einzige, die ich wirklich bei den Top 4 von Johto richtig cool finde, ist halt Melanie, weil sie Unlicht-Pokémon hat. Fairerweise, ihr Team ist halt auch eher so im Original, weil du eben noch nicht so viele Unlicht-Pokémon hattest. Deswegen schwierig. Aber allgemein, dass es einen Unlicht-Trainer gab, fand ich halt extrem cool. Und ich muss halt auch dazu sagen, da würden mir wahrscheinlich jetzt einige Leute widersprechen, aber ich mag Siegfried als Champ tatsächlich. Weil ich Siegfried einfach als Charakter voll stylisch finde. Also fairerweise, er hat kein wirkliches Drachenteam. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich finde ihn als Charakter einfach cool. Komm, gehen wir erstmal auf das Drachell. Und dann gucken wir weiter. Dementsprechend ist so Johto für mich, ja, hat definitiv vom Remake, glaube ich, profitiert in Sachen Pokémon-Liga. Aber die Siegelstraße ist immer noch leer. Ja, das dazu. Dann Sora, das ist vor allen Dingen sehr verstörend, wenn man weiß, dass Siegfried und Sandra ja verwandt sind. Also das haben wir als Kind wahrscheinlich alle nicht gewusst und ich sehe das total, dass man die beiden quasi shippt, weil, ne, passt total, aber mit dem Hintergrundwissen dann nicht mehr ganz so ganz so geil. So, Drachel geht ja eh gleich drauf am Sandsturm. Also nehmen wir jetzt mal das Libelta. Aber das sind auch so Dinge, da hat man als Kind ja nicht drüber nachgedacht. Und das wurde ja, glaube ich, im Spiel auch nie irgendwie erwähnt. Deswegen konnte man das ja auch nicht wissen. Aber passend tut's auf jeden Fall. Und Sandra ist halt schon ziemlich cool. So, Höhen. Höhen ist ja sowieso mir fällt gerade auf, ich glaube vor lauter ich muss Steine verschieben, habe ich den Sub von Sushi gar nicht vorgelesen. Es ist mir jetzt in dem Moment erst eingefallen. Frag mich nicht, warum in diesem Moment, aber es ist mir in dem Moment eingefallen. Wahrscheinlich, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, Steine zu verschieben, um mich zu wundern, warum es nicht geht. Auf jeden Fall Dankeschön für den Resub, auch wenn ich ein bisschen gepennt habe. Aber immerhin habe ich es nicht komplett vergessen. Also Höhen hat halt einen besonderen Platz in meinem Herzen, dementsprechend bin ich da vielleicht auch so ein kleines bisschen voreingenommen, weil ich Höhen halt generell, ich liebe die Story, ich liebe die Region und es ist mir egal, ob da so viel Wasser ist, ich liebe sie trotzdem, ich liebe die Pokémon, ich liebe gewisse Charaktere und ach, Höhen ist einfach toll.
Mikado, du kannst einmal kurz rausgehen. Dementsprechend bin ich vielleicht, wie gesagt, nicht ganz objektiv. Aber Höhen mochte ich auch sehr gerne. Also die Segelstraße war zwar letztendlich auch wieder nur die Höhle, aber ich mag halt Prachtpullis total gerne, dass man dann mit der Kaskade den Wasserfall hochgeht und die ganzen Blumen in Prachtpullis. Es ist prinzipiell, es ist nur ein Pokémon Center, aber ich finde es trotzdem extrem schön. Und ich mochte die Siegesstraße, weil man da tatsächlich auch nicht nur eine Höhle hatte, sondern eben auch ein bisschen Wasser. Man hatte Wasserfälle, man hatte diese Hängebrücken gehabt. Und das mochte ich einfach total gerne. Deswegen, klar, du hast da auch nicht so viele Trainingsoptionen gehabt. Aber so an sich fand ich halt die Siegesstraße auch extremst cool im Höhen. Pokémon Liga auch. Also Pokémon Liga fand ich im Original schon ziemlich episch. Hat natürlich rein visuell auch total vom Remake profitiert, weil ich finde bis heute die Pokémon Liga, also die Top 4, die Räume sehen in Oras am schönsten aus. Also wie wirklich jedes Top 4 Mitglied so eine Brücke hat, wo da noch so schöne Effekte sind, dass irgendwie Blütenblätter durch die Luft fliegen oder sowas. Also ich finde wirklich von der Optik her hat Höhen eigentlich die schönsten Top 4 Räume. Also auch schöner als XY, obwohl XY auch ziemlich geil ist. Oder schöner als Schwert und Schild oder so. Ich mag das einfach total gerne da. Boogie ist jetzt auch eher nicht so dolle. Aber Cupcake kann auf jeden Fall was machen. So. Zur Top 4 selbst. Mochte ich eigentlich. Also Ulrich, Antonia, Frosina und Dragan. Ne? Gut, Dragan ist natürlich wieder sehr standardmäßig. Das sieht schick aus. Mit Drachen. Aber so insgesamt mochte ich die Top 4. Also, ne? Finde ich alle eigentlich ganz cool. Champ-mäßig muss ich halt sagen, ich bin ein riesiger Fan von Troy. Troy ist schon so ein bisschen Husbando-Potenzial. Und Troy ist so hart zu bekämpfen als Kind, wenn du noch nicht so viel Ahnung von allem hast. Der hat mich so zerlegt damals. Also, gehen wir auch erstmal wieder hier hin. Kanonenbouquet hat mich halt schon ein bisschen geschwächt, ne? Aber ich glaube, einmal schieße ich trotzdem noch. Also Troy ist schon nice. Hat ein richtig, richtig geiles Team. Ist knackig. Also sein Team, er wahrscheinlich auch. Und ich mag ihn total. Vasili auf der anderen Seite, schwierig. Also Vasili kann halt nix und ja, ich. Bin nicht der größte Vasili-Fan. Können wir uns darauf einigen? Ich finde das so traurig, dass er ersetzt wurde durch ihn. Also, dass Troy durch Vasili ersetzt wurde, weil. Weiß nicht! Vasili ist meiner Meinung nach auch mit der leichteste Champ, wenn du ein Elektro-Pokémon hast. Selbst ich damals mit meinem Minun. Ja, ich habe Minun legitim in mein Team gepackt in Rubin, Saphir, Smaragd. Ich bin da durchgegangen wie sonst was. Also. Siegesstraße, Top 4, super. Troy als Champ, supi. Vasili, wäre so meine Meinung dazu. Das sieht extrem schick aus. Das ist voll hübsch. So. Dann Sinnoh. Da bin ich mal super gespannt. Die Remakes kommen ja sehr bald. Ja, nur noch. Ach ja, dich gab's ja auch noch. Kann ich dich einfach ignorieren und weitergehen? Es sind ja nur noch 2 Monate. Da bin ich mal super gespannt, was sie da potenziell dann rausholen. Aber wenn ich jetzt natürlich vom Original ausgehe. Hallo, bitte reden Sie mit mir. Sinnoh. Moment, ich muss das kurz in meinem Kopf. Ja. Jetzt habe ich es wieder. Also ich finde es schön, dass man bei Sinnoh erst diese Wasserroute hat, weil ich es immer sehr angenehm fand, um zum Beispiel mein Luxtra zu trainieren auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Und die Siegesstraße an sich würde ich eigentlich auf ein ähnliches Level stellen wie die aus Höhen, weil die, finde ich, vom Aufbau her ähnlich ist.
und mochte ich dementsprechend auch sehr, sehr gerne. Also Sinne und Höhen haben beide extrem gute Segelstraßen. Top 4 ist so die Sache. Top 4 in Diamant und Perl ist schon teilweise ein bisschen seltsam, wenn ich bedenke, was beispielsweise Herr Baro uns dafür Pokémon entgegenwirft. Also ich finde, Pudox und Papinella haben in der Pokémon-Liga nicht so viel zu suchen. Also gerade in Diamant und Perl, da war das Level natürlich recht hoch. Ah, der Stein. Also das fand ich... Ich fand die Top 4 an sich zwar auch in Diamant und Perl schon gut. Muss ich lang. Aber wie gesagt, das Level war halt zum einen, fand ich persönlich etwas unangenehm, weil die halt vom Level her recht hoch waren und man halt wirklich auch nochmal gut trainieren musste vorher, was ein bisschen nervig war, also ich zumindest immer. Und die Pokémon und das Moveset waren halt teilweise für in die Tonne zu kloppen. Also wie gesagt, Pudox und Papinella, Dafür haben sie das in Platin wesentlich besser gemacht, da haben sie das Level ein bisschen runtergesetzt und dafür die Pokémon ausgetauscht, so wie Kai es gerade zum Beispiel auch schon schreibt, und die Movesets angepasst und das war irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Also da haben sie es extrem gut gemacht. Und dann fand ich halt auch Herr Baro auf jeden Fall gut. Man kann halt auch ein cooles Käfer-Pokémon-Team aufstellen, so ist es ja nicht. Man muss ja da nicht mit Papinella und Pudox ankommen. Theresa fand ich eigentlich auch ganz schön, dass da auch mal jemand... Also ich fand, Theresa war halt so ein bisschen wie Agathe, halt auch älter, aber die sah wesentlich freundlicher aus. Deswegen fand ich die eigentlich immer sehr sympathisch. Ignaz, gut, ich bin nicht der größte Fan von Ignaz. Ich bin schon gar kein großer Fan von seinem Diamant- und Perl-Team, weil er gefühlt ein Feuer-Pokémon in seinem ganzen Team hat. Aua. Aber ich war schneller. Aber finde ich halt auch in Ordnung. Und Lucian oder Lucian, oder wie man ihn aussprechen will, der ist mir halt nur dank den Projekten von Jan und Chris etwas suspekt geworden. Dank deren Synchro. Aber so an sich, ne? Warum nicht? Ja, komm. Zerpeise kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Wupp! Das hätte Herr Baro haben müssen. Zerpeise! Dann wäre alles 80% cooler gewesen. Ja gut, und wir müssen halt, also ganz ehrlich, über den Champ in Sinnoh müssen wir halt nicht reden, ne? Also, der, come on, es ist Cynthia. Cynthia ist der beste Pokémon-Champ bis heute. Dicht gefolgt von Troy, aber ich meine, es ist Cynthia. Man muss ja Cynthia nicht auf Platz 1 ranken, aber gibt's Leute, die Cynthia nicht mögen? Ich meine, sie ist hübsch und sie ist cool und sie hat ein geiles Team und sie zerlegt dich und es ist Cynthia! Best Champ. Punkt. Dann kommt Einal, beziehungsweise Einal 1. Nennen wir es mal erstmal. Ich bin nicht der größte Fan von der Siegesstraße in Pokémon Schwarz und Weiß. Ich finde das ein bisschen nervig mit dem Runterrutschen draußen. Also die Siegesstraße ist okay. Aber ich würde die Siegesstraße halt tatsächlich so mit Kanto gleichsetzen. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist halt einfach nichts Besonderes, die Siegesstraße in Schwarz und Weiß. Pokémon Liga finde ich dann wiederum eigentlich ganz okay. Sie hätten ihnen gerne mehr Pokémon geben dürfen. War das nicht so, dass die in Einal nur 4 Pokémon hatten? Das fand ich irgendwie ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ne, aber so an sich fand ich die Pokémon Liga visuell eigentlich sehr ansprechend. Fand es auch ganz cool, dass man seine Reihenfolge sich selber aussuchen konnte. Und die Top 4 an sich? Ja, wen haben wir denn da? Anissa? Und... Ja, Katlea? Und Eugen und Astor, ne? Das sind jetzt auch so Leute, wo ich mir jetzt nicht denke, oh mein Gott, sind die besten Top 4-Mitglieder ever. Aber, ja, sind da. Was ich halt natürlich in Schwarz und Weiß 1 ganz cool fand, war die Einbindung von dem Story-Finale in der Pokémon-Liga, weil es das bis zu dem Punkt halt so auch noch nicht gab. Das fand ich halt schon episch. Anbin, Dankeschön für 30 Monate Treue. Und natürlich, dass dann quasi
du deinen Champ-Kampf in Anführungszeichen gegen Getsis und N hattest, weil das war schon extrem cool und die waren halt auch beide ganz schön heftig, fand ich persönlich. Jetzt noch nicht auf Cynthia-Niveau, aber ich fand halt schon, dass die beiden schon recht knackig waren zu bekämpfen. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen schade fand, dass du dann offiziell noch nicht Champ warst, weil du den Champ halt nicht besiegt hast. Wo ich aber denke, Lauro hat nichts gerissen. Lauro hat sich einfach platt machen lassen. Wenn ich also die Leute besiege, die Lauro besiegt haben, bin ich dann nicht automatisch Champ? Also das fand ich so ein bisschen... Offiziell ist ja Lauro Champ, aber ganz ehrlich, der war einfach Non-Existenz in Schwarz und Weiß 1, weil... Ne? Überflüssig. Deswegen kann ich den irgendwie gar nicht so als Champ aktivieren. Aktivieren? Akzeptieren. Für mich ist dann halt wirklich eher so der Kampf gegen N und Getsis so ein bisschen der Champ-Kampf, auch wenn es das halt nicht ist. Aber wie gesagt, Lauro ist so... Weiß ich nicht. Dann einmal 2.0. AKA meine Lieblingsedition, also Schwarz und Weiß 2. Oh, hallo Froyal. Schicken wir dich mal rein. Es tut mir leid, es geht jetzt schon wieder los. Ich liebe die Route zur Pokémon-Liga. Sieht so hübsch aus mit dem Fluss, der da so durchfließt. Der hat generell voll die schöne Farbe in der 5. Gen. Du hast dann noch dieses Schieberätsel am Rand. Mit, ich glaube, Turbuts kann man da auch noch beschwören oder generell irgendein Legi noch. Die Route ist total schön, du kannst dich da so ein bisschen durchkloppen und es ist einfach richtig schön mit dem Gebirgen rechts und links, wo du da so ein bisschen durch dieses Tal durchläufst. Die Ordenskontrolle ist einfach richtig schick gemacht. Dann kommt die Siegesstraße und ich liebe die Siegesstraße in Pokémon Schwarz und Weiß. Tut mir leid, ich kann nichts Negatives über Pokémon Schwarz und Weiß 2 sagen. Wenn ich einmal anfange, dann höre ich nicht mehr auf, drüber zu reden. Die Siegesstraße ist bis heute immer noch die beste. Es ist so schön einfach. Du hast so diese Innengebiete, du hast die Außengebiete, du hast Höhle, du hast hohes Gras, du hast genug Heilung da drin, du hast halt Wasser, du kannst erkunden, es ist nicht so linear, es ist so schön, okay? Und ja gut, die Top 4 ist halt an sich gleich. Aber irgendwie habe ich das trotzdem immer als epischer empfunden. Gerade wenn du halt im Hürdenmodus spielst, fand ich die eigentlich vom Niveau her auch sehr angenehm und fordernd und perfekt eigentlich. Und gut, das ist so ein Punkt. Ich werde halt mit dem Champ aus Schwarz und Weiß 2 nicht unbedingt so warm, weil ich bin halt nicht der größte Fan von ihr. Aber man muss halt wirklich sagen, ihre Kampfmusik ist episch und ihr Team ist extrem episch. Also da kann man nichts gegen sagen. Ich mag sie halt nur als Menschen nicht so gerne. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sie hasse oder so. Und ich finde Lilia auf jeden Fall auch ungefähr 83 Mal besser als Lauro als Champ. Was ist hier noch alles? Ach, guck mal. Aber ist jetzt auch nicht so mein absoluter Favorit. Ja, das Shadrago ist definitiv ein Filler da drin, das stimmt. Aber sonst ist ihr Team extrem cool. Aber wie gesagt, ich kann über Schwarz und Weiß 2 eigentlich nichts wirklich Negatives sagen, weil ich liebe die Spiele einfach. Ich meine, ich würde bestimmt irgendwas finden zum Kritisieren. So ist es nicht. Sind auch nicht fehlerfrei, aber ein Radfratz, okay. Ja, dann kommt XY. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fängt es halt an, dass mein Gedächtnis nicht mehr so gut ist, weil ich halt bis einschließlich Schwarz und Weiß 2 wirklich alles rauf und runter gespielt habe. Und ab XY habe ich halt auch viele andere Dinge gespielt, bloß ich hatte halt weniger Zeit. Dementsprechend daraus resultierte dann, dass ich die Pokémon-Spiele ab Kalos nicht mehr so intensiv gespielt habe. Deswegen habe ich da halt nicht mehr alles im Kopf. XY hatte eine sehr coole Siegesstraße. Das weiß ich noch, weil die sehr ähnlich war zu der aus Schwarz und Weiß 2. Ist das hier der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch zwei andere Wege. Also ich weiß, dass ich die Siegesstraße von Kalos wirklich sehr ähnlich fand zu der aus Schwarz und Weiß 2, aber minimal schlechter, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich Schwarz und Weiß 2 so gerne mag. Ist vielleicht auch nicht hundertprozentig objektiv dementsprechend. Aber ne, die Siegesstraße war extrem gut. Top 4 war
top inszeniert. Man konnte sich die Reihenfolge aussuchen, was ich auch extrem cool fand. Und ich meine auch, was die Schwierigkeit betrifft, war die Top 4 auch voll in Ordnung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Namen habe ich nicht mehr drauf, weil da hört es dann auch schon auf. Also ich habe so ein bisschen den Typen mit seinem Stahlteam in der Rüstung vor Augen. Dann gab es, glaube ich, noch Wasser und Feuer. Aber ich, wie gesagt, da hört es halt auf. Aber Top 4, glaube ich, war halt in Ordnung. Ah, und Drache scheinbar. Stimmt. Drakena war Drache, Pachira war Feuer, Thymelot war Stahl und Narziss und wie immer sich ausspricht, da dann glaube ich Wasser. Nee, Kaimalia ist die Katze von Gracie. Ich glaub, die ist nie in den Top 4 von Carlos gelandet. Aber ja, wie gesagt, fand ich okay. Bitte hasst mich jetzt nicht für das, was jetzt folgt, aber ich finde, Diantha ist einer der absolut langweiligsten Champs ever. Kann sich mit Vasili zusammentun. Also ich mag ihre Musik, aber ich mag sie als Charakter überhaupt nicht. Ich finde, sie ist einfach non-existent. Ihr Team ist okay, I guess, aber die ist so langweilig. Die kann dann echt mit Vasili auf einen Haufen schmeißen. Als ob ihr mir da tatsächlich zustimmt. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Diantha extremst beliebt ist. Keine Ahnung wieso. Oh, hi. Cool. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, also wie gesagt, Diantha, ich habe jetzt nichts gegen sie. Ne, um Gottes Willen, aber wenn sie halt jetzt auch nicht so extremst spannend. Ich glaube, dann habe ich jetzt alle Sackgassen einmal abgearbeitet. Gut, über Alola würde ich vorschlagen, reden wir halt wirklich erst, wenn wir in der Liga drin sind. Über die Siegesstraße habe ich ja am Anfang schon ein bisschen geredet, dass ich das halt in Sonne und Mond sehr, sehr schade finde, dass es keine wirkliche Siegesstraße gibt. Und hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, hier der Mount Lanakila, ja, ist ein schöner Dungeon, aber ist für mich keine Siegesstraße vom Feeling her. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich kann auch nicht mal ein Argument dafür nennen. Ich mag die Höhle, aber es fühlt sich für mich nicht nach Siegesstraße an. Wie gesagt, ich kann es nicht belegen, es ist einfach nur ein Gefühl. Aber ist halt auch in Ordnung, sag ich mal. Also bin ich jetzt nicht, dass ich mir denke, oh, ist alles so furchtbar. Und wie gesagt, über die Pokémon-Liga würde ich vorschlagen, reden wir halt wirklich erst, wenn wir halt wirklich drin sind. Das heißt, was jetzt noch bleibt, ist Gala. Gala habe ich allerdings auch nur ein einziges Mal gespielt. Gala hatte keine Siegesstraße, oder? Ich meine, Gala kam ja 2019, also Schwert und Schild. Deswegen ist jetzt ja auch schon 2 Jahre her, aber das hatte keine Siegesstraße. Das hat, glaube ich, nur das Stadion gehabt. Was war das denn für ein Scheiß? Also ich meine, ich mochte Gala. Insgesamt. Ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich finde halt schon, dass Gala definitiv... Oh, das trifft alle. Nee, das will ich nicht. Ich finde halt schon, dass Gala einige Punkte hat, die nicht so gut waren. Wie eben beispielsweise die Antagonisten, die nicht vorhandene Story, die viel zu kurzen Routen. Das sind so Dinge, die mich auf jeden Fall gestört haben. Aber insgesamt fand ich Gala nicht schlecht, weil ich finde, ja, sie haben einiges in meinen Augen falsch gemacht. Wie gesagt, insbesondere als Story, Antagonisten, Pacing und eben die Routenlänge. Das hat mir einfach gefehlt. Also ich finde schon, dass sie da ein bisschen Potenzial aus dem Fenster geworfen haben. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass sie vieles richtig gemacht haben. Also ich persönlich mochte tatsächlich das System mit den Stadien und den Zuschauern und dem Mithypen und so. Nicht für jedes Pokémon-Spiel. Aber es ist für mich die gleiche Grundlage wie in Sonne und Mond. Ich habe nichts gegen die Inselprüfungen, aber nicht für jedes Pokémon-Spiel. Und da sehe ich es halt genauso. Das finde ich halt mal okay. Also fürs Spiel fand ich es cool. Oh, kann es nicht austauschen. Never mind. Nur nicht für jedes Spiel. Fledermaus, Dankeschön für 23 Monate Treue. Das mochte ich zum Beispiel. Ich finde auch die Pokémon der 7., 8. Der 8. Gen
sehr stark. Also ich mag Wolli und Pokusan und Snomnom und gibt viele Pokémon, die ich extremst gerne mochte. Die Musik war auch sehr, sehr gut. Und ich fand das Spiel sehr optisch auch hübsch aus. Sorry, not sorry. Dementsprechend, das hat viel richtig gemacht, aber es hat auch einiges falsch gemacht. Aber dass es keine Siegestraße gab, fand ich halt schon echt unverschämt. Weil das ist so eine Sache, die meiner Meinung nach einfach dazugehört. Aua, aber ich konnte leider nicht austauschen. Ich meine, man darf ja auch von der klassischen Pokémon-Formel abweichen. Natürlich. Aber Siegestraße? Siegestraße wäre schon cool gewesen. Ja. Und dann in Anführungszeichen Top 4? Ich meine, ich fand das Prinzip mit diesem Turnier jetzt nicht unbedingt schlecht. Es passte zum restlichen Spiel. Und auch da würde ich halt für mich sagen, für ein Spiel fand ich das so eigentlich in Ordnung. Aber ich glaube, für zukünftige Pokémon-Spiele würde ich mir halt schon wieder so eine Top 4 wünschen. Also es war natürlich schon irgendwo eine Top 4, natürlich, aber war natürlich schon insgesamt ein bisschen anders. Darf ich dich austauschen? Jawohl. Und Champ? Champ fand ich auch okay. Also Deleon ist jetzt nicht so mein Lieblings-Champ, aber ich finde ihn als Mensch eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen. Und der Kampf war eigentlich auch ganz cool. Also, joa. Konnte ich mit leben, ist aber auch nicht so mein Lieblings-Champ. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, welche Siegesstraße ich am besten finde, auf jeden Fall die in Schwarz und Weiß 2. Finde aber auch, also quasi in Einer 2. Ich finde aber auch Höhn, Sinnoh und Carlos sehr gelungen. Wir droppen jetzt einfach den Draco. Top 4 könnte ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Finde ich schwierig. Gibt einige, die sehr cool sind. Und Champ wären bei mir auf jeden Fall Cynthia und Troy. Ganz oben. Nicht Vasili, der ist ganz unten, zusammen mit Dianta und Lauro. Die können zusammen Kaffee trinken gehen. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer nur meine Ansicht der Dinge. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn irgendwer der andere Ansicht ist. So, die Frage ist, will mich jetzt noch irgendwas anfallen? Weil ich bin minimal zerfetzt nach meinem Aufenthalt hier. Aber Gladio wollte mich ja schon angreifen. Ich weiß nicht, ob Tali nochmal? Ich glaube nicht. Das wäre irgendwie seltsam. Ah ja, wir haben es geschafft. Ich meine, dass man diesen Berg so ein bisschen besteigt und alles hier auch so ein bisschen eingeschneit ist, das finde ich natürlich wiederum ziemlich stylisch. Aber wir haben ganz schön auf die Nase bekommen auf dem Weg nach oben. Und ich meine, bei unserer ganzen Diskussion jetzt, man kann natürlich auch immer unterscheiden zwischen Pokémon-Liga beispielsweise in Rot-Blau-Gelb, Feuer-Rot-Blatt-Grün und in Let's Go wieder. Ne? Weil natürlich überall noch vielleicht ein bisschen was anderes mit reingebracht wurde. Aber ganz so ins Detail wollte ich jetzt auch nicht gehen. Ach, guck mal. Habe ich überhaupt eine Herzschuppe? Nö, habe ich noch nicht mal. Okay. Wir haben ein Schlauglas. Ich meine, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eine Feuerdisk, Freundesball, Beerensaft, Sternstaub. Ob ich das teurer verkaufen kann wieder? Aquamodul, Eisentafel und die Illumina-Galette. Oh, wie gesagt, Schlauglas an sich wäre eigentlich ganz cool. Eingekauft habe ich aber tatsächlich schon unten am Fuße.
Das habt ihr sowas von hinbekommen. Was möchtest du mir erzählen? Als beschlossen wurde, dass hier eine Pokémon-Liga entstehen soll, haben wir förmlich gezittert vor Aufregung. Ich meine, es sieht schon stylisch aus. Einerseits, weil wir nie erwartet hätten, dass wir die Glücklichen sein würden, die Alola einen solchen bedeutungsvollen Schauplatz errichten dürfen. Und andererseits, weil wir uns davor fürchteten, an eine heilige Stätte wie den Mount Lanakila Hand anzulegen. Und dann hat uns Professor Kokui beruhigt. Er sagte, dass es gerade in der Alola-Region, wo zur Huldigung der Schutzpatrone Kämpfe dargeboten werden, angemessen sei, an einem ehrwürdigen Ort wie dem Mount Lanakila eine Pokémon-Liga zu errichten. Schließlich erweise man den Schutzpatronen damit großen Respekt. Das finde ich aber tatsächlich auch ganz cool, dass da so viel mit eingeflossen ist. Also dass man wirklich merkt, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, als die Pokémon-Liga hier gegründet haben. So, dann werde ich einmal alle auf Stufe 55 packen, wie angekündigt. Ich glaube, ich behalte den Draco. Mit meinen Trainingsunterstützungs-Items, die ihr alle schon kennt. Und dann sind wir an sich auch für die Pokémon-Liga bereit, denke ich. Sturzflug. Nee. Auf Brave Bird habe ich jetzt nicht so viel Lust. Wie gesagt, wir sind dann vom Level her eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Nicht zu niedrig, aber auch definitiv nicht zu hoch. Ja komm, machen wir das mal hier mit drauf. Wir haben hier auch, denke ich, genug Tränke. Dementsprechend, das sollte passen. Und wir haben jetzt alle Z-Kristalle. Das sieht auch extrem schön aus. Hast du noch was Interessantes zu sagen? Die suchen immer noch einen Champ. Was ist mit dir? Ah, wenn ich alle starken Trainer besiegt habe, will der auch nochmal kämpfen. Okay, dann gehen wir nochmal langsam in die Richtung. Also ich finde, wenn man hier so steht, es ist schon schick. Mag auch daran liegen, dass ich die Eiskristalle sehr schön finde. Dann sind wir bereit für die Pokémon-Liga. Da haben wir auch den Professor schon mal. Alola! Ich gratuliere, du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Ist Ihnen nicht kalt? Nicht im geringsten. Mein Herz brätschte sich heißer als eine lohe Kanonade. Das hält mich von innen warm. Frage beantwortet, Kuro? Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung. Die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Der Mount Lanakila war seit jeher der Ort, an dem der Abschluss der Inselwanderschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen. So nah am Himmel wie nur irgendwie möglich. Ha, ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst drauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen mit den Rennleitern Kantos? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herz wohl in jene einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Oh, entschuldige, ich will dich jetzt nicht mit meinen alten Geschichten langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Wenn du erstmal da drin bist, musst du das doch bis zum Schluss durchziehen. Ich meine, ich kann mich nicht wirklich vorbereiten, weil ich halt nicht wissen kann, was da für Pokémon kommen, dank dem Randomizer. Hallo Cookie! Was wäre passiert, wenn Cookie nicht dabei gewesen wäre? Wäre er trotzdem rausgekommen? No.
wie groß Silvaro gegen mich auch ist. Okay, dann könnt ihr gerne eure Hype-Fähnchen wieder rausholen. Wie bislang eigentlich so bei vielen anderen Livestream-Pokémon-Projekten auch. Und unser Team auch gerne in der Liga anfeuern. Weil, wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommen wird. Ich meine, wir können Glück haben, wir können aber auch fürchterlich auf die Nase bekommen. Deswegen holt eure Fahnen raus und feuert unser Team gerne ein bisschen an.